Also man kann sie melken, ganz kurz. Ha, jetzt habe ich es aber getrunken. Ha, was willst du jetzt tun, Spiel? Also irgendwie, okay, also man kann sie melken, aber man sollte sie wohl nicht melken können, wie das aussieht. Guck mal, das Angebot wird angenommen. Schön. Also man sollte sie wohl nicht melken können, so schnell wie die Milch immer wieder verschwindet. Interessant. Nun gut, nun gut. Schön. Wir machen hier auch mal so ein Ding hin, so ein Fans. Vielleicht machen wir hier auch einfach mal komplett Fans. So. OnlyFans haben wir jetzt dahin gemacht. Ne? Einfach mal ein OnlyFans. Einfach auch mal ein OnlyFans machen. Sonst nichts dazustellen. Manchmal muss man auch einfach mal ein OnlyFans kreieren. Und der steht jetzt hier so ganz only in der Gegend rum. Ah, diese Goldbäume sehen ja schon majestätisch aus, ne? Echt hübsch. Wenn die da so ihre Particles verlieren und so, das ist schon nicht schlecht. Ja, aber der Baum, ich weiß nicht, ey, der tut mir schon ein bisschen weh, dass der hier so steht. Steht für meine. Oh ja, der verspätet auf den Weg. Aber der Weg hier ist eh für einen Puppes, ne? Komm, den Weg lassen wir mal da, aber lassen ihn hier so wie so ein verlassener Pfad aus vergangenen Tagen. Lassen wir den. Das ging schnell. Wie so ein, ne, so verlassener Pfad aus längst vergangenen Zeiten. Lassen wir den mal hier so stehen. Und dann kann man den vielleicht mal sehen und denkt sich so, huhuhuhu. Ne? So. So, wir bauen auf jeden Fall hier noch irgendwie ein Bäumchen oder zwei. Weil sonst wird es langweilig. So. Nun lasset mich. Ich glaube, wir haben doch alle Baumstämme erwischt in der letzten Runde. Das ist schön. Dann würde ich doch jetzt glatt wieder rangehen und nochmal eine Runde absensen, ne? Da kenne ich ja nichts. Dann sensen wir hier gerade nochmal die Bäume um. Während ich mal kurz gucke, ob hier auch nirgendwo irgendwelche versteckten Stämme sind. Okay, sieht gut aus. Von oben ist es schon deutlich leichter, muss ich sagen. Tja. So viel dazu. So, und wenn wir hier mit den Bäumen fertig sind, dann machen wir auch mal wieder was Spannendes. Ja, ich weiß, ihr langweilt euch wahrscheinlich alle furchtbar, weil wir hier nur ganz normalen Minecraft-Stuff machen. Aber ich finde es auch gerade mal schön, einfach hier so ein bisschen den Äther sein zu lassen, ja. Und einfach mal so ein bisschen zu craften, Sachen zu machen, die man halt so auch in der normalen Welt machen würde. Irgendwo ist ein Moor, da steht er. Die sehen verdammt fies aus, aber die Weißen sehen ja zum Glück friedlich, wie es aussieht. Nur die andersfarbigen sind problematisch. Und das ist eine Message, die ihr bitte nicht aus dem Kontext schneidet. Danke. Die Rede war natürlich ganz klar von Moas in der Minecraft-Ether-Mod. Ja. Und von sonst nichts. Aha. Oh, hier ist noch ein kompletter Baum, den mir nicht gefällt haben. Kann das sein? Tatsache. So, du kommst auch weg. Wunderbar. Oh, es sieht schon echt geil aus mit diesem runterfallenden Pollenstaub oder was das ist. Warte mal, frisst du nicht irgendwas gern? Warte, du frisst doch was gerne. Warte, ich bring dir mal dein Lieblingsessen. Und hier mal. Auch eine Idee. Wir machen mal hier so einen hin. Ups. Und dann noch. Hier so. Hier so. So, ich bringe dir mal sein Lieblingsessen. Das waren noch diese violettischen Früchte. Violettisch. Diese Dinger hier. Nehmen wir mal mit. Und dann können wir auch hier das Fleisch schon mal brutzeln. Da haben wir nämlich eine geile Food-Ressource für die Zukunft. Nämlich das Kuhfleisch. Vielleicht es mir auch tut, die Kühe da zu killen. Beziehungsweise wir haben ja bis jetzt noch keine Kühe aus unserem Reservoir gekillt. So, dir kann ich das nicht mehr geben.
Hör mal. Oder dir. Man sieht deine Augen von innen. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Aber ist okay. Ja, die wollen die scheinbar nicht mehr haben. Hier, guck mal. Naja, gut. Dann nehme ich die halt wieder mit. Ich finde es aber ehrlich gesagt ganz angenehm. Habe ich, glaube ich, habe ich das schon gesagt oder nur gedacht? Ich finde es ganz angenehm, dass die Bäume scheinbar nicht ganz so wild wachsen wie in Vanilla Minecraft. Also, dass du halt teilweise echt durch das komplette Blätterdach gehen musst und schauen musst, okay, wo hat sich jetzt noch was versteckt und so. Das finde ich hier eigentlich ganz schön. Bin gespannt, ob die da wachsen, die zwei, die wir gerade gepflanzt haben hier in der Ecke. Und wie die sich machen werden. Ich glaube, ich pflanze nach unten ein, neben unserem See. Einfach mal hier so. Weiß nicht, ob das gut sein wird oder nicht, oder vielleicht auch zu much, aber wir werden sehen und wir werden es dann beurteilen, Leute. Das werden wir tun. So, noch ein White Moor-Eck. Gibt es da verschiedene Farbe? Also es gibt verschiedenfarbige Moas, haben wir ja schon gesehen. Aber ich weiß nicht, ob die alle cool zu uns sind. Und was es auch nicht gibt, ist die Möglichkeit, einen Sattel zu craften, ne? Weil ich glaube, während früheren Minecraft-Versionen ging das ja. Auch im Äther natürlich, dementsprechend. Ja, ich glaube, hier geht das nicht. Hallo? Ah ja, da hat es sich nicht abgedatet. Gut, da haben wir jetzt 13 Fleisch auch. Sehr schön. Finde ich gut. Das wird richtig episch aussehen. Wenn das alles mal gewachsen ist, ne? Das wird einfach die Ultra-Base, ich sag's euch. So, was ist jetzt da mit diesem Dingens? Ich versuche jetzt mal diesen Baum da zu erforschen und zu gucken, was das für ein Baum ist. Ich hoffe, man kommt da einigermaßen dran, ohne zu sterben. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt gerade nochmal an, während wir die Wolken und so ausgeschaltet haben, weil die sind ein absoluter Pain in the Ass. Und das wollen wir nicht. Andererseits ist auch lame, ne? Ist es lame? Da sind irgendwelche Sachen dran. Grab ich mal noch höher oder baue mich mal noch höher. So. Irgendwas ist da doch dran. Okay. Danke. Ein White Apple. Wer hätte das gedacht? Das ist ein Apfel, der weiß ist. Was ist das? One of the only known cures for the Aether's deadly poison. You can find them on crystal trees. Welche deadly poison denn bitte? Es gibt eine deadly po. Ein Glück. Es gibt eine deadly poison? Okay. Davon weiß ich zum Glück noch nichts. Aber dann behalten wir diese Äpfel auf jeden Fall auch, würde ich sagen. So, was ist das für Holz? Ganz normal Skyroot Log. Kein Special Holz. Okay. Naja, ich bin jetzt fast schon ein bisschen froh, dass es kein Special Holz gibt, weil das zu farmen wäre halt ein absoluter. Ja, schwierig gewesen, ne? Ich wollte jetzt nicht das sagen, was ich sagen wollte, aber ich wollte eine englische Redewendung sagen, die ich gerne mal benutze. Vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Wenn man etwas beschreiben will, was nicht so angenehm ist. Gut, dann Gironi.
Junge, hab ich mich verjagt, ne? Hab ich mich vielleicht gerade erschreckt. Ich weiß nicht, ob der Jump geklappt hätte, aber wir sind irgendwo hängen geblieben, oben an einem Busch oder so. Meine Güte. Ach so, warte mal, bevor wir hier weggehen, vielleicht lassen die auch irgendwas fallen hier so. Hier so, vielleicht kann man ja die Bäume pflanzen. Kann man nicht? So Sapling-mäßig, meine ich. Offenbar nicht. Okay, danke. Junge. Es ist auch mal gut. Gut, dass ich diesen einen Block da gebaut habe. Alter Vater, jetzt bin ich sogar ohne Zutun der Wolken gestorben, ne? Jetzt stellt euch mal vor, diese Wolken hätten uns da die ganze Zeit angegriffen und versucht runterzublasen. Eieiei, da ist ja noch kritischer. So, wo ist der Apfel? Hier ist er. Der White Apple. So, ich guck nochmal nach Saplings, aber ist tatsächlich nix. Okay, dann nicht. Ne? Dann halt einfach nicht. Gut. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Oh, guck mal, da ist schon einer der Bäume gewachsen. Sehr, sehr stattlich, sehr hübsch. Wertet das Gehege unheimlich auf. Und die Kühe können sich auch mal vor der Sonne schützen, indem sie sich unterstellen. Weil hier oben gibt es ja keine Wolken. Zumindest nicht welche, die über einem herfliegen. Sondern eher Wolken, die unter einem sind halt, ne? So, wunderbar. Ja, wir müssen dann noch ein Gehege bauen für die Schafe. Schweinegehege können wir auch noch machen. Alles gut, alles gut. Und mich nervt es, dass wir jetzt dieses eine, das eine Tote verschwendet haben. Ey, das nervt mich wirklich, muss ich mal wirklich sagen, ey. Das ist nicht toll. Aber gut. So, Gehege haben wir erstmal fertig. Besondere Baumstämme haben wir nicht bekommen, besonderes Holz, sondern nur das Standardholz halt, also das Ether-Standardholz. So, da hinten gäbe es Schweine, aber das machen wir dann erst zu gegebener Zeit in der nächsten Aufnahme oder so. Jo, ich hoffe, dass bis dahin dann auch mal hier die Bäume gewachsen sind. Das wäre natürlich extraquisit. Das wäre sehr schön. Bin echt gespannt, wie das aussehen wird, weil die sind halt einfach mega hübsch. Ne? Muss man einfach mal so sagen an der Stelle. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Jetzt probieren wir auch mal das Zenith Sword aus. Und gucken mal, was sonst noch so gibt. Was sonst noch so passiert. Werden vielleicht mal in Richtung von dem Tempel da gehen. Mal schauen, was da gibt. Und schalten die Monster natürlich auch wieder an, ne? Ist ja klar, weil ich weiß schon, die ersten werden sich beschweren, dass wir die ganze Zeit im Nubi-Modus rumspielen. Und das soll ja so auch nicht auf Dauer sein. Von daher ist es schon okay. So, dann schnappen wir uns mal die ganzen Bärenbüsche und packen die mal bei uns zu Hause hin, würde ich sagen. Dann haben wir nämlich immer schön eine Food Source für uns und für unsere Tiere natürlich auch. Aber die scheinen sich nicht zu vermehren, ne? Also das ist schon richtig, dass sich diese Büsche einfach nicht vermehren. Aufeinander geht nicht, okay. Ja, dann haben wir hier Büsche, genau gegenüber vom Gehege. Das Schaf ist sogar noch drin, krass. Aber ich will es halt echt ungern drauf ankommen lassen. Weil die Schafe können so hoch jumpen, also sie könnten easy aus dem Gehege ausbrechen. Ja. Easy peasy. Okay, Leute, das war's von der heutigen Folge von Minecraft. Let's play Minecraft hier im Aether. Wir schauen uns nochmal unser vollbrachtes Werk an. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus hier, unser kleiner Garten.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Was ich auch ausprobieren wollte, war, ob man hier Sachen anbauen kann. Das habe ich auch noch nicht probiert. Also ob man jetzt hier einfach eine Weizenfarm hinpacken kann oder so. Ich vermute mal, dass es nicht geht, weil man ja Weizen offenkundig auch nicht braucht, um die Tiere zu breeden und so. Aber, naja, gucken wir mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich begrüße euch auch in der nächsten Folge wieder recht herzlich zu diesem Let's Play. Und wer weiß, vielleicht bin ich bei der nächsten Folge auch schon wieder zurück aus den Flitterwochen. Für alle, die es interessiert, Flitterwochen werden wir übrigens in Deutschland verbringen. Nicht irgendwie fancy ins Ausland fahren. Wir haben uns lange breit Gedanken gemacht und sind dann am Ende geblieben bei der Überlegung, dass doch unserem Zuhause am ehesten zusagt. Also wir werden so ein bisschen uns Dresden anschauen, Leipzig, ein bisschen den Osten Deutschlands, vielleicht Bautzen, Görlitz mal mitnehmen. Dann Brandenburger Seenplatte, auch sehr schön. Dann geht es ein bisschen an den Strand oben. Und dann Richtung Lübeck, Hamburg. Und Hamburg ist dann der letzte Punkt auf unserer Reise, ehe es dann zurück nach Frankfurt nach Hause geht halt. Und ja, soweit der Plan auf jeden Fall. Ich wünsche euch was, Leute. Ne, ich wünsche euch was. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Let's Play Minecraft im Aether. Bis zur nächsten Aufnahme werde ich mir auf jeden Fall auch mal ein bisschen vielleicht das Wiki anschauen. Zumindest mal, was diese Moa-Eggs angeht. Damit ich weiß, wie man die brüten kann. Und dann werden wir uns das mal angucken und das tun. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Sagt euer Fritte.